Wie steckt die denn ein? Und sie schießt nicht, obwohl ich schieße. Oh, nervig, ey. Ich hab doch hier jetzt irgendwie eine Wumme. Ich gebe ihr jetzt den letzten Rest mit der Schrotflinte. Mach doch mal, du Blöde, Mann. Voll unnormal, stirb endlich. Stirb. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Wie kann die denn so lange leben? Endloskampf, ganz ehrlich, Leute. Boah, wie lange hänge ich denn hier jetzt schon? Das kann doch nicht sein. Ach, was habe ich denn jetzt mal eingesammelt? Das ist gut. Mist. Mann, das nervt mich langsam hier. Ich kann nicht mehr. Hallo, du Blöde.
Meine Konzentration, ich kann nicht mehr. Endlich! Was hast du denn schon erreicht? Nichts, weil seine Gnadenfrist bis zur Vernichtung der Menschheit. Diese Insel ist nur ein Überrest von Atlantis. Ich werde andere finden. Du, Lara, du hast alles verloren. Das war die verlorene Insel, der Endkampf. Ja, das andere war auch ein Endkampf, halt nochmal ein Endkampf. 3 von 4 Reliquien, Artefakten, Reliquien gab's gar keine. 3 von 4 ist für mich immer voll okay, wo ich mich immer frage, wo sind immer die vierten, die ich übersehe? Ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall eine Menge freigeschaltet, das ist wunderschön. Ich speichere das Ganze auf unserem letzten Speicherstand und damit ist das Spiel höchstwahrscheinlich zu Ende, genau. Ach ja, mein Gott, das war jetzt aber auch eine Tortur hier. Also der Endkampf war jetzt echt nicht ohne. Oh, Yu-Gi-Oh! Hat auch mitgespielt. Nein, Quatsch. Yu-Go steht da, aber ich habe dran gedacht. Ja, Tomb Raider Anniversary ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Parts werden. Ich habe gesehen, dass bei anderen Spielern das ein bisschen kürzer geschafft wurde. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich am Anfang schon 8 Parts gebraucht habe, auch für Croft Manor alleine. Aber es gab auch einfach immer wieder so Stellen, wahrscheinlich wie in jedem Tomb Raider-Spiel, wo man springt und springt und springt und jedes Mal verkackt man es wieder. Oder der Bosskampf, der jetzt am Ende so lange dauerte. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich schneller und besser gewesen wäre mit anderen Waffen. Ich habe zwischenzeitlich mal überlegt, na, wechsle ich jetzt doch nochmal die Waffen? Und dann war die Muni auch schon wieder so schnell alle. Und ja, mit den Pistolen habe ich mich eigentlich immer sehr gut durchgeschlagen. Deswegen dachte ich, nehme ich die da auch.
Man ist irgendwie einfach ein bisschen agiler und flexibler mit den Pistolen als mit so einer Schrotflinte zum Beispiel. Das Spiel hat mir Spaß gemacht. Ich bin ja ein Tomb Raider-Fan. Es war toll, das jetzt nochmal ein zweites Mal durchzuspielen. Ich habe die Spiele irgendwie so düster in Erinnerung, aber es war gar nicht so schlimm, fand ich. Es war eigentlich ganz nett. Es waren viele Kletterpartien. Ich fand, am schwierigsten waren eigentlich immer so die Stellen, wo man Artefakte und Reliquien und sowas sammeln wollte. Das war dann immer so die Stellen, wo man sich überlegt hat, mache ich das jetzt oder laufe ich einfach weiter? Ich glaube, wenn man das einfach ignoriert, ist man auch mit 30 Parts schnell durch mit dem Spiel und dann auch noch ohne Croft Manor am Anfang das zu üben. Apropos Croft Manor, ich gehe jetzt mal hier rein. Ich möchte nämlich wissen, wenn wir jetzt wieder ins Haus gehen, so im Nachhinein, ob denn jetzt so gewisse Dinge da sind. Die Pistolen hat sie anscheinend gerade einfach so. Was bringt mir das denn jetzt aber? Ich will da oben diesen ganzen Rätselkram ja nicht schon wieder machen. Er hat nämlich seine Kugel auch noch in der Hand und so. Das will ich eigentlich gar nicht machen. Ich gehe mal zurück. Ich will nämlich mal in ihr Schlafzimmer gehen. Ich will wissen, was für Outfits wir freigeschaltet haben. Und ich möchte wissen, ob vor allem so jetzt in dieser Eingangshalle und so diese Artefakte, Reliquien, was auch immer stehen, die wir jetzt so eingesammelt haben. Dafür sind ja diese Vitrinen da. Ich weiß nur gerade gar nicht, wo dieser Vitrinenraum ist. Ja, man kann jetzt halt alles hier nochmal machen. Im Prinzip. Dazu habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Wir gehen jetzt mal einmal nach rechts. Schauen mal. Das war, glaube ich, hinten. Hinten rechts. So hatte ich mir das gemerkt fürs Ende des Spiels. Damit ich halt eben nicht die Türen suchen muss. Aber den Vitrinenraum, den habe ich mir leider nicht gemerkt. Da muss ich dann nochmal suchen gehen, wo der ist. Ja. Irgendetwas fehlt. Ach, scheiße, jetzt können wir natürlich gar nicht ins Schlafzimmer gehen. Nee, das ist der Musikraum. Den Musikraum will ich auch gar nicht. Das macht nichts. Das war dieser totale Rätselraum. Das ist ja nur der Musikraum. Dann ist das Schlafzimmer eine vorne. Nachdem man das jetzt geschafft hat, sollte man eigentlich hier seinen Spaß haben in Croft Manor. Wir haben das jetzt aber am Anfang des Spiels schon gemacht und ich laufe jetzt, wie gesagt, nur hier rein, um zu gucken, was man jetzt bekommen hat. Also das Vorher und Nachher sozusagen zeigen. So, hier sind die Vitrinen. Ach, das ist ja schön. Ja, und jetzt haben wir nämlich hier auch die Sachen, die wir eingesammelt haben. Und das finde ich total witzig gemacht. Wunderschön. Ja, und sie ist ganz stolz drauf anscheinend. Das ist der Kelch, der Qualen. Es war gar nicht so leicht, das zu bergen. Nee, das stimmt. Und du hast auch nicht alles geborgen. Großartig. Sie freut sich voll über ihr neues Hab und Gut. Das ist wundervoll. Ja, sie freut sich. Dann freuen wir uns mit ihr. Wie man sieht, das sind die restlichen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück, die ich nicht eingesammelt habe. Nun gut. Dann kann man hier auch noch heruntergehen. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Wo war denn jetzt das dusselige Schlafzimmer? Hier sind noch... Ach nee, das waren die Bücher. Genau, gut. Ich will mich hier gar nicht so lange aufhalten. Ich suche eigentlich nur noch das Schlafzimmer. Dann können wir uns die Outfits angucken. Und noch vielleicht den Bonusinhalt, den wir am Ende bekommen haben. Vielleicht. Oder war das Schlafzimmer doch auf der linken Seite? Kann natürlich auch sein. Aber immerhin haben wir die Vitrinen gefunden. Das finde ich sogar besser. Dann gehen wir jetzt mal auf die linke Seite. Vielleicht war da doch ihr Schlafzimmer. So. Gehen wir einmal nach vorne und einmal nach hinten. Gab es ja auch noch diesen Bibliotheksraum und was weiß ich. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass das vorne ist. Aber gucken wir mal. Nee, das ist so dieser Schreibtischraum. Den wollte ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir das sozusagen wieder aufgemacht. Ich weiß immer nicht, was cooler ist. Ob man, wenn man das Ganze hier im Nachhinein macht oder vorher. Ich finde es ja, weiß ich nicht. Schöner ist es natürlich, wenn im Nachhinein die Artefakte da sind.
und so, aber irgendwie ist es ja auch so ein Übungsraum und man hat halt früher das immer am Anfang gemacht mit dem Üben. Deswegen wollte ich das am Anfang des Spiels machen. Wo ist denn dein Schlafzimmer? Ist es hier? Ja, das ist gut. Und hier ist nämlich dein Klamottenraum. Sammeln Sie Reliquien, um neue Outfits freizuschalten. Hab ich. Ich ziehe mir etwas anderes an. So, und dann habe ich was jetzt freigeschaltet? Nix, oder was? Ah, und dann können wir hier... Das ist ja cool. Also, wir können... Ich ziehe mir etwas anderes ja, an. Ja, zieh dich mal um. Wir können das Legend-Outfit anziehen. Wir können ein Tarn-Outfit anziehen, was so an Tomb Raider Age of Darkness erinnert. Hier das Sport-Outfit finde ich auch richtig cool. Mit ihrem schönen flachen Bauch, den ich auch gern hätte. Ja, und finde ich cool. Obwohl man ganz schön viel Brust sieht, aber das ist man ja auch gewöhnt. Aber das ist halt mal ein Outfit, was man halt auch aus keinen Spielen oder so kennt. So ein, ja, so ein, auch so barfuß und so. Ich finde das ganz süß eigentlich, hier, dieses Sportoutfit. Ja. Ich weiß nicht, was es jetzt noch zu tun gibt, außer dass wir uns den Bonus-Inhalt ansehen könnten mit ihrem wunderschönen Schlafzimmer. Deswegen habe ich euch das jetzt mal gezeigt. Das haben wir alles schon vorher gemacht gehabt. Wir beenden das jetzt mal und dann gucken wir in die Belohnungen. So, und hier haben wir noch ein Spezial-Geleitwort für die Fans. Hallo Leute, es kommt zu glauben, dass der erste Tomb Raider am Turn Lara, bla bla bla. Es hat sich einiges verändert und so. Ihr könnt ja Pause drücken, wenn euch das hier interessiert zu lesen. Ich möchte das gerade nicht vorlesen, obwohl ich diese Widmung sehr, sehr schön finde. Ja, wir haben die Treue gehalten. Genau. Dann haben wir hier noch... oder auch nicht. Ach so, ich bin immer noch da. Okay. Dann haben wir die Filmsequenzen, die man sich nochmal anschauen kann. Dann haben wir eine Galerie. Das finde ich auch sehr cool. Das erinnert so an die alten Tomb Raider Comics. Finde ich auch immer sehr schön, so eine alten Sachen. Wie das alles überhaupt angefangen hat. So die ganz alte Lara hier mit so... Hier, wie heißen die Schrumpfköpfen irgendwie in der Hand? So sieht das aus. Biografie. Lara Croft ist eine Abenteurerin, Globetrotterin und Archäologin mit einer Schwäche für Grabkammern und Reliquien. Ihre Leidenschaft gilt der Erforschung der Geheimnisse antiker Zivilisation. Lara ist durchtrainiert, spricht ein Dutzend Sprachen und schreckt vor nichts zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Dann haben wir hier auch noch Larson und Kit. Colt. Pierre. Winston. Winston ist auch schon. Winston Familie steht schon seit Generationen in Diensten der Crofts. Nach seiner ehrenhaften Entlassung aus dem Militärdienst hatte er bereits als junger Mann das Erbe seines Vaters als Butler der Familie angetreten. Seit dem Tod seiner Frau, lange vor Laras Geburt, lebt Winston in Croft Manor. Heute ist er sozusagen Laras Mädchen für alles. Und obwohl seine Tätigkeit weit über die traditionellen Pflichten eines Butlers hinausgeht, hat er Lara noch nie enttäuscht. Seine Loyalität gegenüber Lara und ihren Eltern steht außer Frage. Und Nadla. Ja, dann gibt es hier noch zwei, die ich nicht irgendwie freigeschaltet habe. Dann haben wir unsere Reliquien. Man kann die Musik auch ändern, das Team sich nochmal angucken. Kommentare, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Und Cheats. Texturlose Modus, unbegrenzt Atemluft und Sonnenbrillen, das ist ja auch nett. Okay, das kann man dann sozusagen auch noch machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit Tomb Raider Anniversary, einem etwas älteren, neueren Remake von Tomb Raider, dem ersten Teil von damals. Der nächste Tomb Raider-Teil, den ich spiele, wird Tomb Raider 2 sein, und zwar das alte Spiel. Werdet ihr bald sehen, auch wenn nicht direkt im Anschluss. Ich bedanke mich recht herzlich für jeden, der zugeschaut hat. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann!